Diesen Beitrag widmet Ihnen Fahrtraum, die Ferdinand Porsche Erlebniswelten in Mattsee. Beim dritten Histocup-Rennwochenende sind nicht weniger als 225 Teilnehmer erstmals heuer auch am Salzburgring am Start, darunter auch ein gemeinsames Starterfeld von moderneren Autos und Youngtimer. Youngtimer und DCO sind Touring Car Open. Das sind Fahrzeuge von 1991 hinauf bis 2015 in etwa in beiden Gruppen bis 3 Liter. Das ist eine spannende Geschichte. Hier treffen zwei Generationen von Autos aufeinander. Die Favoriten sehen wir in der Boxengasse hier vorne mit Manuel Reitberger im bunten Ford Focus DCC Renntourenwagen und mit Emiliano Peter im weißen 911er Porsche 997. Insgesamt 12 Rennrunden gilt es nun zu absolvieren und wie erwartet geht der Trainingsschnellste Manuel Reitberger aus Bayern in Führung vor dem Walsall-Feldner Emiliano Peter und der gesamten Meute des 20-fahrerstarken bunten internationalen Starterfeldes. Hier sehen wir die Mazda MX-5 Armada unter anderem mit dem Tschechen Jan Philipp, der als bester MX-5-Pilot auf Gesamtrang 12 das Rennen beendet. Auf Platz 3 in Runde 1 und auch noch zu Rennende liegt der Schweizer Vincenzo Cenzini mit seinem E90 3er BMW. Auch an der Spitze bleiben die Plätze unverändert, Platz 2 belegt Emiliano Peter im serienmäßigen Porsche 997. Im Ford Focus Rennwagen gelingt Manuel Reitberger der Sieg im Rennen der Youngtimer und Touring Car Open bis 3000 Kubikzentimeter Hubraum. War eigentlich ein schönes Rennen. Ich habe vorne ein bisschen weggefahren können. Und ob wir da das Rennen eigentlich schön einteilen können, das war eigentlich schön zum Fahren, ja. Ja, es war zwar nur der zweite Platz, aber ich bin sehr zufrieden. Das ist das beste Ergebnis, was ich je eingefahren habe. Also bin unglaublich stolz auf mich und vor allem auf Huber Motorsport, auf mein Rennteam. Mehr als 20 Jahre, dass ich renne mit Histocup und ich kenne Michael Stefni. Das ist eine fantastische Person, Organisation Picobello. Und alle hier sind gute Freunde. Man kann wirklich rennen mit Herz. Mit viel Herz und Einsatz sind auch zahlreiche Formelrennwagen und Sportwagen am Start. Die Formel Historik sind also die alten Formelfahrzeuge und Sportwagen bis 1990 und älter natürlich. Das ist genauso eine spannende Geschichte, weil hier treffen die Formel 3 auf die Sportwagen, alle mit 2 Liter Motoren. Von Startplatz 2 ins Rennen geht der deutsche Daniel Hornung mit seinem Formel 3 Rennwagen. Ja, im Rennen werde ich versuchen, mich irgendwo im Windschatten anzusaugen. Vielleicht gibt es irgendwo eine Lücke oder in der Kurve an dem ersten vorbeizukommen. Ich werde alles versuchen. Alles versuchen mit seinem Formel Ford wird auch der gut betreute Wiener Otto Flum. Das ganze Team, da ist der Hans Meyer, das ist deshalb wichtig, weil der uns betreut. Der ist früher mit Ronny Petersen und mit Niki Lauda noch gefahren. Also wir sind in gute Hände. Otto Flum, der ehemalige österreichische Radsportpräsident, hat nicht nur ein gutes Team, er geht auch von der ersten Startreihe ins Rennen aufgrund seiner ausgezeichneten Trainingsleistungen. Insgesamt 18 Piloten nehmen das Formel Historic Rennen am Salzburgring in Angriff. Vorerst liegt Daniel Hornung mit seinem 1983er RALT RT3 Formel 3 in Führung. Von weit hinten kommen stürmt der Wiener Stefan Eisinger-Siewald mit seinem etwa 250 PS starken Pedrazza-Sportwagen an die Spitze. Er gibt diese nicht mehr ab und gewinnt überlegen die Formel Historic, das gemeinsame Rennen der Formelfahrzeuge mit den Sportwagen. Ja, wir sind leider von Position 13 ins Rennen gegangen aufgrund eines technischen Defektes und des Übersehens einer gelben Flagge, was natürlich schwerstens verboten ist. Hat mich selber unheimlich geärgert, darum ein wenig Wut im Bauch jetzt beim Fahren und freut mich unheimlich, dass wir trotzdem noch den ersten heimfahren haben können. Otto Flum wird im Laufe des Rennens immer schneller und erkämpft sich in der letzten Runde mit seinem PS-unterlegenen Renault Formel Ford noch Gesamtplatz 2 vor Daniel Hornung im Formel 3. Also für mich war es ein traumhaftes Rennen heute. Das Wetter hat passt, der Motor ist gelaufen wie noch nie und ich muss sagen, die Kämpfe mit den Kollegen waren auch klasse. Also es war alles in allem ein toller Erfolg, der heutige Tag. Die nächsten Histocup-Renntage auf österreichischem Boden finden vom 17. bis 19. September am Salzburgring statt, dann voraussichtlich wieder unter vollen Zuschauerrängen. Diesen Beitrag widmete Ihnen Fahrtraum, die Ferdinand Porsche Erlebniswelten in Mattsee.